So, da ist die neue Tagesaufgabe schon da. Und es kommt jetzt noch deutlich mehr, weil noch ein Event dazwischen geschoben wurde. Aber wir gucken jetzt erstmal hier nach der Aufgabe. Also, wir sollen hingehen, eine Truhe durchsuchen, eine Munitionskiste und einen Verkaufsautomaten. Das mit dem Verkaufsautomaten hatten wir ja schon mal. Ich werde mal gucken, ob immer noch bei dem Block der eine Verkaufsautomat immer da ist. Und dann von da aus halt entweder gucke ich, ob wir direkt den Block reingehen können. Oder aber wir gehen halt dann woanders hin. Aber das muss ich dann gucken im Laufe des Spiels. So, dann habe ich ja eben einen Livestream gehabt. Erstmal danke für die, die alle dabei waren. Und wie ihr seht, die 150 Abonnenten haben wir jetzt schon erreicht. Deshalb auch die zweite Zahl. Die dritte Zahl gibt es dann bei logischerweise 160 Abonnenten. Wenn du wissen willst, wie du den Code unten knacken kannst, einfach in die Videobeschreibung gucken. Und da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich das genau dann erkläre, wie du das ausprobieren kannst. Der letzte Code wurde ja vom Jan geknackt, auch ein Abonnent. Ja, das war halt der erste Glückliche. So, die Aufgabe probiere ich aber im Solo-Modus. Ich denke mal, das ist die beste Variante. Ich bin halt echt am Überlegen, weil bei The Block war eigentlich beim letzten Mal, wo ich die Aufgabe dann immer gemacht habe mit dem Verkaufsautomat, da sollte ich mir dreimal in drei verschiedenen Runden einen eröffnen. Da war halt von dreimal hinfliegen, war zweimal einer da. So, jetzt einfach gucken, ob da jetzt direkt wieder einer ist. Gruppenkeile kann man natürlich auch probieren, aber da ist klar, da müsst ihr gucken, wo die Automaten insgesamt sind. Aber ich denke mal, bei dem Block sind wir eigentlich ziemlich auf einer sicheren Seite. Ich hoffe halt einfach, dass jetzt einer direkt da ist und dass der Bus nicht gerade so dämlich fliegt. Am besten wäre halt schon weiter weg, weil dann landen noch nicht so viele da. Und ich muss halt aufpassen, dass ich jetzt die anderen Aufgaben nicht mache. Da ist nämlich das Risiko jetzt auch ziemlich groß. Ah, der Block. Ah. Eigentlich Gegner-Rüstzonen. Eigentlich dürft ihr keine Aufgabe aus Versehen machen. Einfach in keine Rüstzone gehen. Die Rüstzonen an sich halt nicht besuchen, also dürft ihr eigentlich gehen. So, der Automat steht eigentlich immer genau hier da. Da steht der Automat eigentlich immer. Direkt da an der Straße. Mit der Truhe ist klar, einfach so eine goldene Truhe öffnen. Munitionskiste ist auch klar. Habt ihr hier bei dem Block eh 1000 Stück. Aber wir gucken jetzt einfach mal, ob der Automat da ist. Ansonsten halt, Automaten sind ja meistens auf den Gehwegen. Und ist er da? Genau am Bus. Sieht schlecht aus. Ah, doch, er ist da. So, einer fliegt da hinten rein. Nein, nein, nein. Ah, ich dachte, er geht zum Automaten. Wie gesagt, der Automat ist eigentlich safe immer da. Ich nehme jetzt erstmal die Pistole. So, hier haben wir auch schon direkt die Truhe. Die ist, glaube ich, auch immer da. Einfach, dass der Gegner nicht hier drin ist, sondern im anderen Haus. Und da haben wir schon die Munitionskiste. Gerade gucken, ob wir den Gegner direkt wegholen können. Also wie ihr seht, es ist eigentlich eine einfache Aufgabe, man muss halt nur wissen, wo die Automaten stehen. Und bei The Block hat es bis jetzt eigentlich immer am besten funktioniert. Also das ist halt einfach so meine Erfahrung. Gerade mal Headset lauter machen. Ich habe gerade keine Ahnung, wo der hin ist. Da war er. Sehen tue ich ihn immer noch nicht.
Metz mehr, toll. Ich weiß halt absolut nicht, wo er ist. Na toll. Also am besten rennen wir einfach komplett außen rum und hoffen einfach, er sieht uns nicht. Natürlich. Ja, aber Ziel war es ja, euch die Aufgabe zu zeigen. Also wie gesagt, nochmal. Warte. Mensch, ich will einfach auf der Map bleiben. Da ist der Verkaufsautomat und dann einfach reingehen. Da reingehen. Kiste holen und dann habt ihr die Aufgabe auch schon gemacht. Ich gucke mal gerade, was es für die Aufgabe gibt. Eigentlich wollte ich den Fußball gucken, aber jetzt kam die Tagesaufgabe, wusste ich noch, aber ich wollte eigentlich Dortmund gegen Leverkusen gucken, aber jetzt muss ich für euch dann doch die Aufgabe machen. Aber kein Ding, mache ich ja gerne. So, der Suche im Verlauf eines Matches gemacht. Also dafür kriegen wir diesen Ladebildschirm. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wenn ich dir schon öfters helfen konnte, dann lasst mir gerne mal endlich ein Abo da, weil, wie gesagt, 85% meiner Wiedergabezeit sind noch von Nicht-Abonnenten. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein und viel Spaß mit den Aufgaben. Wie gesagt, die anderen hau ich gleich noch raus. Und immer schön liken, abonnieren und auch gerne kommentieren. Wie gesagt, die Kommentare sind echt angenehm zu lesen. War noch kein großer Hater dabei. Keiner, der groß dumm Zeug geredet hat, außer der eine, der wollte halt meinen Channel kaufen, irgendwo aus Arabien, keine Ahnung. Aber in dem Sinne würde ich jetzt sagen, haut rein.